Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus Siegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und in der letzten Folge haben wir ja jetzt unseren Panzer erbaut und wir sind gerade dabei, quasi die ersten Granaten herzustellen. Wir werden unseren Panzer jetzt mal hier rausstellen. Da ist er. Brauchen natürlich ein bisschen Brennstoff. Moment. Das soll jetzt gar nicht mal so das große Problem sein. Ich weiß gar nicht, ob unten nachher das mit den Kohlen verstopft. Aber ich nehme mal die hier mit. So. So. Oh, kann man sogar zwei Brennstoffzellen reinmachen. Dann können wir ja hier haben wir einen MG. Da können wir natürlich Munition reinmachen. Dann gibt uns mal die Hälfte her hier. So. Ich weiß gar nicht, wie ich das auswählen kann. Und dann haben wir hier die Kanone. Da kann natürlich dann die Munition rein. Ich weiß gar nicht, wie schieße ich denn die Hauptkanone ab? Okay, überfahren kann ich die auch, aber... wie mache ich die Sekundärwaffe? Oh. Okay, das war jetzt... ja, rest in peace. Das war jetzt nicht so gut. Wieso habe ich denn eigentlich zwei Labore in der Tasche? Wieso, wie kommt denn so ein Zeug in meine Taschen? Ich brauche doch keine Labore in meiner Tasche. Schwierig. So, den brauche ich auch nicht mehr in meiner Tasche. So, ja, okay. Das hat jetzt dafür gesorgt, dass wir den Panzer geschrottet haben. Ich brauche da mal nochmal 32 Motorteile. Nee, das war richtig. Oh, Motorteile. Das da, so. Ich brauche da nochmal ein paar Stück von. Um nochmal einen Panzer zu bauen. Gut, okay. Also das haben wir schon festgestellt. Wir kriegen den Panzer auch gut selber kaputt. Alles klar. Gut, naja. Es bleiben sogar Steine liegen. Das fand ich schon mal ganz gut. Ich muss nur noch rausfinden, wie kriege ich die Sekundärwaffe beim Panzer an. Muss ich mal gucken, ob ich da jetzt irgendwie Waffen wechseln kann oder sowas. Kunststoff sammle ich da gar nicht mehr. So, Munition habe ich natürlich auch jede Menge verloren. Naja, gut, okay. War jetzt alles nicht ganz so clever, glaube ich. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass ich hier mit einem schönen Gang durchsprengen kann. Aber ich muss ja natürlich, wenn ich hier durch den Gang durchsprenge, muss ich natürlich ab und zu mal raushopsen und dann Batterien bauen, das ist klar, ne? Da hätte ich auch von selber drauf kommen können. So, hör mal auf, den Scheiß zu bauen. Und dann bauen wir den Scheiß weiter hier. So. Ach, das war natürlich jetzt ein kurzes Vergnügen mit dem Panzer. Aber es funktioniert, also da, so ist es nicht. Achso, mein Kraftstoff ist ja auch weg. Ach, schwierig. Wo kann ich denn hier mal so einen Kraftstoff mopsen noch? Gar nicht. Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. So. Bisschen Kraftstoff mopsen mal hier. So. Damit gleich wenigstens richtig was flöten geht, wenn wir da drauf hopsen. Und dann drauf gehen. So, gut, dann nochmal. Kraftstoff rein. Kraftstoff rein. Granaten rein. Halben Stack hier rein. So. Na, jetzt muss ich wissen, wie ich. Nein! Oh! Gut, haben wir alles wieder repariert.
So, wie kriege ich jetzt hier aber die... die zweite... Ja, das geht ja hier, ne? Bolleste dagegen. Bolleste dagegen. So. Entschuldigung. Ich habe nur noch die Maschinenpistole. Na gut, okay. So, dann kannst du hier ein bisschen Steine einsammeln. Das ist aber auch mühselig. Entschuldigung, also das Niesen war jetzt so nicht gedacht. Puh, das ist aber auch mühselig, ne? Bin mir noch nicht sicher, ob ich das schön finden soll. Ich bin mir wirklich noch nicht sicher. So, und hier sehe ich aber schon wieder, genau. Wie lange nehme ich Steine schon wieder hier mit ein? Nee, doch, Tatsache. So lange setze ich hier schon mit ein. So, dann machen wir mal ein paar Steine hier wieder nach... weiter oben verschiffen. Ah ja. Na gut. Das war jetzt gerade nicht so clever. Gut. Naja, man wird ja alt wie eine Kuh und hat immer noch dazu, ne? So ist das ja das Leben. Ach, Mann. Nee. So, dann können wir uns hier noch einen Landfill holen, dann noch wieder 80. Okay. Das ist natürlich. Das muss. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das mit dem Dings noch so eine gute Idee ist, hier mit dem Panzer. Der sieht zwar nett aus, ne? Aber so richtig gut. Weiß ich nicht, ob die so richtig gut ist. So, ein paar tausend können wir jetzt wieder nach oben. Schrottpatronen haben jetzt ein bisschen mehr Schaden. Wir werden jetzt mal die Forschung, auch die grünen Fläschchen, müssen wir jetzt leider ein bisschen erholen lassen. Aber ich hoffe einfach, dass genügend grüne Fläschchen hergestellt werden in der Zeit, wie das hier erforscht wird, weil die 450 haben wir. Dann haben wir hier nämlich mehr Transportmenge. So, das setzen wir jetzt mal einfach an hier. Jetzt gucken wir nochmal ganz kurz hier hinten hin. Wie viele grüne Fläschchen haben wir denn? Ah, gar nicht mal so viele. Militärfläschchen haben wir auch nicht verbraucht. Ja, also grüne Fläschchen sind jetzt momentan so ein bisschen der Kasus Knacktus hier. Aber die haben auch wirklich nichts im Eingang, weil es ist einfach ein akuter Eisenplattenmangel, beziehungsweise... Jawohl, wir sind ein bisschen schneller beim Meinen wieder. Das ist schon mal gut. Aber ich persönlich bin immer noch ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Panzer so gut finden soll, weil ich... Also ich kann ja jetzt hier in die Richtung immer ballern, ne? Aber das ist halt das Problem, ne? Das crackt einfach alles immer weg hier. Haben wir keine Reparaturkits mehr im Dings, ne? Okay, dann müssen wir ein paar Repair-Kits mal bauen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das so das Ideale ist, was wir da machen. Ich glaube da noch nicht dran, dass das so ideal ist. Also man kann so vorgehen, ja. Man sieht auch, ein bisschen Steine bleiben ja liegen. Man hat auch einen großen Kofferraum.
Also fürs durch die Gegend fahren und dann mal dies, das. Ananas ist das gar nicht schlecht, aber für den Rest ganz schön schwierig, glaube ich. So. Haben wir da mal ein bisschen Repair-Zeug reingelegt. Es geht, ja, aber wie gesagt, Begeisterung sieht echt anders aus. Ich würde gerne jetzt hier mit dem MG drauf schießen, ne? Ich glaube, das mit dem Panzer, das können wir uns schenken. Wieso ist denn das jetzt wieder hier zusammen? Ach. Scheiße, das ist... Nee, mit dem Panzer, das ist nicht so die... Da sind wir so schneller hier. Da sind wir so eindeutig schneller. Kannst du sagen, was du willst? Fuck. Ich dachte echt, das wäre eine Erleichterung, dass man sich mit dem Panzer gerade durchschießen kann, aber... Nee. Panzerversuche abgebrochen. Würde ich sagen, zu diesem Bild. Okay, wir haben jede Menge Viecher zwar tot gemacht und dies und das und alles sowas, aber... nee. Zwei Panzer und jede Menge Zeugs da drin vergeudet. Für diese kleine Lücke hier. Also das, nee. Das ist nicht wert, also sind wir mit der Hand schneller. Schade. Na gut, hätte ja klappen können. Und dann werden wir jetzt aber erstmal hier die Ecke mal modernisieren und mal so aussehen lassen, wie sie aussehen soll hier. Zumindest hoffen wir, dass wir das hinkriegen in großen Teilen. Und... Ja, das muss jetzt mal irgendwann hier doch mal in Angriff genommen werden, dass das hier schön aussieht. Und so halbwegs ins System passt mit. So, was haben wir denn hier oben? Dann kommt hier was hin. Dass wir dann hier unsere ganze Anlage auch mal in so ein System einpassen. Wie das ganze atomare Zeugs hier. Der Atomstrom. Da ist Atom drin, deswegen mögen wir Mikrowellen nicht. Wer war denn das? Das war doch auch irgend so eine komische Sendung hier von dem Sender mit den... Mit dem N für Niveau im Namen, ne? Mann. Ich glaube, das war der zweite davon. Das war doch irgendwie so ein. Ich glaube, das war doch hier Familienduell oder sowas, ne? Da ist Atom drin oder so. Nee, Familienduell nicht. Wie hieß denn das hier? Frauentausch? Irgendwie sowas Blödes. Irgendwie so ein Blödsinn war das. So, einen Originalplatz mit Ziegelstein haben wir jetzt auch den mal zugemauert hier. So. Gut, dann haben wir schon wieder hier von ein paar aufgenommen, die wir nicht haben wollen. Also hier ist ja ordentlich was los. Also die fliegen ja nicht ganz gut, ne? Sind auch keine momentan im Dings. Also, ich sag mal so, es gibt genügend zu tun. Also wir haben genügend Strom, dass wir alles in Betrieb halten können. Aber es ist momentan nicht so, dass da... Gut, wenn wir die Transportmenge jetzt natürlich erhöhen, dann kriegt er jedes Mal 4 mit. Wenn wir dann die Geschwindigkeit nochmal erhöhen, das wär, ist natürlich auch ganz cool dann, ne? Na gut, das ist hier alles ein bisschen Training auch nachher für die C-Blocks-Geschichte, wenn wir da soweit sind. Das dauert zwar noch lange dort, aber das kriegen wir da auch noch hin. So, dann machen wir aus, das meißel ich jetzt einfach mal hier raus, damit das dann hier endlich mal dieses ganze Gebiet hier einfach schön aussieht. So, dann machen wir hier erstmal ein bisschen plus. Na? So, können wir hier oben schon mal ein bisschen mehr einbetonieren. So. So. So, weil wir es können halt, ne? So.
Und dann müssen wir hier mal ein paar Stellen noch rausmeißeln. Damit dieser Wildwuchs von Mauerstückchen, der da oben steht und Strommasten und alles, dass das alles mal ein bisschen hier jetzt in Ordnung gerät. Oder in eine gewisse Ordnung gerät. Man kann ja nicht behaupten, dass man hier den ultimativen Punkt der Ordnung erreicht. Das werde ich sowieso nie schaffen. Naja gut, das ist was anderes. Ja, also wenn ihr dann schon viel mitnehmen könnt, das wäre sonst das natürlich dann, ne, das ist eine 33%ige Steigerung des der KHH-Kapazität. Ist ja nicht so, dass wir das hier nicht schon mal freigehackt hatten. Ich muss immer die Mauerstücken im Dings haben, im Zugriff haben, wenn ich hier das mache. So. Damit ich dann ganz schnell, wenn es dann irgendwo steht, Crack oder sowas, dass ich dann ganz schnell eine Mauer setzen kann. Na gut. Ja, ein bisschen haben wir noch. Also das werden wir noch schaffen hier heute. Zumindest den Abbau hier der Steine. Und dann werden wir demnächst hoffentlich... Eigentlich könnte ich das doch auch zumindest so ein bisschen ein paar Steine immer... Wenn die eine Kiste voller ist als... Jetzt hat es einen Roboter zerlegt. Drei Roboter zerlegt, okay. Wir müssen drei Roboter nachbauen. Weil, keine Ahnung, warum das jetzt hier gecrackt ist. Naja, keine Ahnung, kann ich auch nicht sagen, aber... Was, warum es gerade da unten gecrackt ist jetzt? Schade. Na gut. Dann war das so. Hat's drei Roboter getötet. Die müssen wir natürlich wirklich wieder herstellen. Ich mag es nämlich, wenn ich dann eine runde Zahl habe. Wenn ich dann eine Zahl habe, auf die ich immer sagen kann, okay, ich habe genau 1000 Stück von den Viechern. Das habe ich irgendwie gern. Muss ich ja mal so sagen. So, und dann müssen wir natürlich noch wahrscheinlich mit diesen ganzen vielen Roboter wesentlich mehr Ladestationen hier aufstellen in dem Berg. Damit denn hier nicht noch mehr Blödsinn passiert. Beziehungsweise damit die auch alle fliegen können, immer wenn sie fliegen wollen. Also weil hier stehen ja jetzt so viele an, die jetzt hier eigentlich was transportieren wollen, aber halt eben nur Strom warten, ne? Und das ist doof. Das müssen wir unbedingt in den Griff kriegen, dass das nicht mehr so oft passiert. So. Gut, also das haben wir schon mal geregelt gekriegt. Dann werden wir hier das Ding noch zumauern hier mit Beton. Und dann müssen wir dann hier mal anständig die Mauern drinnen hochziehen, damit das einigermaßen läuft. Und dann werden wir mal gucken, ob wir diese Wasserfabrik... Also das, dass wir das hier reinstellen mit und dass dann hier oben vielleicht diese ganzen Atomgeschichten hinkommen. Und dann, wenn wir das hier noch ausbauen, dass wir hier noch jeweils zwei von den Dingern und vier nach oben und dann oben nochmal ein paar Tanks und sowas dahin bauen. Da habe ich auch noch Bock zu, dass wir das noch erweitern, die Quelle an Atomstrom. Und wie sieht es hier generell aus? Der Atomstrom läuft noch, wunderbar. Also, ja... Also wir könnten wesentlich mehr produzieren, aber naja gut, lass mal machen. So, und hier sehen wir jetzt... Und, ui, hier sind genügend Eisenplatten vorhin. Da bleibt mir ja ein wenig der Mund offen stehen. Muss ich mal gucken, ob ich da überhaupt Anbieterkisten zu stehen habe oder ob ich dort... Sind Anbieterkisten, ne? In irgendeiner Kiste, wieso liegen hier oben 400 Stück drin? Passive Anbieterkiste. Passive Anbieterkiste, da liegen jeweils 400 Stück drin. Wir haben genügend Eisenplatten hier in dem Karree. Okay. Gut. Ja. Nehme ich mal als gegeben hin. Finde ich ja sehr interessant. So, hier unten ist das Leuchte jetzt auch grün. Da sind auch genügend da. Natürlich müssen wir das noch alles erweitern hier. Die Schaltung, das werden wir alles noch demnächst machen. Gut. Alles klar. Das finde ich ja gut. Das finde ich echt gut, das mit den Lampen und so, dass man dann sieht, wo was ist und so und wie das so läuft. Das finde ich echt gut. Das ist genau mein Ding, das gefällt mir. Alles klar. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir dann nicht so viele Panzer kaputt machen, vielleicht eventuell dann leider doch, Gottes, ist natürlich der Plan, den wir hatten mit den Panzern, nicht aufgegangen. Ich werde mal ganz kurz hier in unsere Forschungskiste gucken, wie das hier aussieht.
Ah, die blauen Flaschen sind momentan die wenigsten. Da geht auch ein bisschen was von weg. Das macht aber nichts. Rote Flaschen gehen auch ein bisschen, aber... Naja, gut. Also, wir müssten 450 insgesamt von jeder Sorte haben. 123 haben wir. Damit kommen wir auf jeden Fall so bis nah so hin. Ja. Ja. Es ist ein Viertel des drinnen noch. Es wird auch produziert. Also, es könnte klappen. Alles klar. No chest found. No chest found? Achso, no stones and chest. Alles klar. Gut, da werden wir jetzt noch mal ein bisschen was gegen tun. Dass wir hier noch ein paar Steine mal hochtransportieren. Ah, Mist, ich habe den Abfall nicht eingestellt. Alter. So. Gut. Da wird es noch ein bisschen was an Steinen geben, die wir nach oben liefern. So, das sollte dann erstmal eine Weile lang reichen noch. Vielleicht kriegen wir das nächste Dings noch fertig, dann Next Level. Achso, warte mal, wo sind wir denn jetzt überhaupt? Da, wir sind auf 200.000 unterwegs. Gut, das geht ja dann. Dann haben wir dann noch mehr. Bis 300.000 ist erstmal ganz gut. Also bis dahin müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal uns, also das ist zumindest mein Ziel, dass ich bis 300.000 erstmal hinkomme, dass wir so viele Steine da hochgeschickt haben und wir damit dann unsere Mining Speed erstmal ganz gut noch erhöht haben. Und ein paar Prozent, die wir da mehr kriegen und so. Und dann sollten wir da ganz ratzfatz durch sein. Ich denke mal, bin mir nicht sicher, aber ich denke mal, dass nachher, wenn wir das Maximum Mining Speed haben, dass wir dann wirklich bloß ein, zweimal gegenschlagen gegen den Dings und ich weiß nicht, ob es noch eine bessere Spitzhacke gibt als eine Stahlspitzhacke. Weiß ich auch nicht. Wir werden sehen. Alles klar. In diesem Sinne, ich wünsche euch was, viel Spaß und wir haben grünes Licht am Eisen, an Eisenplatten. Ich bin begeistert. Tschüss.